Wir sind die bessere Mannschaft und werden, wenn wir unsere Leistung abrufen, aufsteigen. Das die Worte von Rapid-Coach Peter Schöttl, die er im Laufe der Woche getätigt hat. Hier haben wir ihn im Bild, während sich seine Mannschaft aufs Spielfeld begibt. Die Chancen haben alle mit etwa 50-50 beziffert, auch wenn die Statistik dann noch ein bisschen positiver in die grün-weiße Richtung geht. Eine 56,8%ige Wahrscheinlichkeit besteht, nach einem 1:2 im Hinspiel für die Heimmannschaft im Rückspiel noch den Aufstieg zu schaffen. Die Rapid-Fans, von denen etwa 500-600 mit in Novi Sad waren, die haben natürlich auch ihrem Unmut freien Lauf gelassen, was die Leistung ihrer Mannschaft am vergangenen Sonntag im großen Wiener Derby betrifft. Das heißt also, das 0:3 gegen den Erzrivalen in Wien vergessen zu machen. Und wenn man Peter Schöttl Glauben schenken mag, dann hat das auch funktioniert. Er hat gemeint, die Mannschaft war am Montag noch down, am Dienstag schon gefasst und am Mittwoch schon wieder optimistischer. Dann sollte die Grundstimmung in der Mannschaft für heute ja eigentlich passen und gut genug sein, um den Aufstieg ins Playoff der Europa League zu schaffen. Our away team, we have the choice between red and black. Schiedsrichter red. Robert Malek kommt aus black. Polen. We have the choice? Yeah. We change? Yeah, and away team start the game. Fine. Also die Gäste aus Serbien haben Auflage. Steffen Hofmann, der Kapitän, der auch zugegeben hat, dass er nach dem schweren Hinspiel vor einer Woche am Sonntag ein bisschen kaputt war, entscheidet sich hier die Seite zu wählen. Rapid an drei Positionen verändert gegenüber dem Bundesligaspiel gegen die Austria am Sonntag. Heikkinen, Prager und Burgstaller rücken in die Mannschaft, wobei Heikkinen und Burgstaller schon in Novi Sad in der Startelf gestanden sind. Rotation, das ist der eins der geflügelten Worte von Coach Peter Schöttl. Ilitz ist krank, daher rutscht Prager in die Mannschaft. Heikkinen hat den Vorzug gegenüber Kulowitz bekommen, der nicht seine beste Leistung erwischt hat am Wochenende. Ja, und Burgstaller soll also für Wirbel sorgen in der Offensive, im Zentrum, im offensiven Mittelfeld hinter der Solospitze Terence Boyd. Das ist die Aufstellung von Vojvodina Novi Sad, an zwei Positionen verändert. Da rutscht Ajuru in die Mannschaft als ein weiterer, eher defensiver Mittelfeldspieler. Und Trajkovic kommt zurück. Der war nach seiner gelb-roten Karte im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde im ersten Duell mit Rapid gesperrt. Worauf wird es ankommen? Dass man zum einen der Torschützen vom Hinspiel, nämlich jenen, der in drei Europacup-Spielen heuer schon dreimal getroffen hat, auch gegen Rapid, Abubakar Umaru, in den Griff bekommt. Und dass man wohl, so hat man es gehört, von einigen Rapid-Spielern und dem Trainer, vor allem die Defensivabteilung der Serben beschäftigt. Denn da sind sie anfällig, das hat man auch beim Hinspiel vor einer Woche schon deutlich gesehen. Nach seinem Blackout in Novi Sad den Treffer zum 0:2 verschuldet. Seit ungefähr 8-9 Monaten, seit er die Nummer 1 im Rapid-Tor ist, eigentlich fehlerlos. Sein erster grober Patzer, das ausgerechnet beim Europacup-Debüt. Aber er genießt weiterhin das Vertrauen seines Trainers.
weiter. Pass gedacht für Umaru. Abseitsstellung angezeigt vom polnischen Assistenten. Verzeihung. Maria Vaz, der Portugiese im Dress der Serben. Diese Entscheidung völlig richtig. Er kämpft den Ball. Gerson heute mit seinem Europacup-Debüt. Mann, der von Kapfenberg kam. Einer sehr guten halben Saison bei den Steirern. Einer der Wunschkandidaten von Peter Schöttl. Vor allem spielerisch wird Rapid gegenüber dem Sonntag deutlich zulegen müssen, auch wenn man natürlich ein bisschen von Müdigkeit geplagt war, vor allem in der Endphase. Darüber hinaus natürlich das Spiel für die Austria begünstigt durch den Führungstreffer, verursacht durch den Mann, den Peter Schöttl heute vorerst einmal auf der Bank gelassen hat, Stefan Kulowitz. So, und jetzt einmal Platz für Christopher Drazan auf Katzer. Der geht gerne mit nach vorne. Der Abspielfehler und der Foulpfiff von Schiri Robert Malik. Gerson schnell attackiert von Moreira. Aussagen vieler seinen Zenit schon ein bisschen überschritten hat, nicht mehr der allerspritzigste ist. Ein Wunder, schon 34 Jahre alt. Schlecht von Guido Burgstaller. Gemacht. Jetzt muss sich Drazan durchsetzen. Gegen den ersten gelingt das. Nächster Fehlpass. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Fehler vermeiden. Ist wohl das Hauptaugenmerk heute bei Rapid. Auch im Hinspiel vor einer Woche hat man vor allem im Spielaufbau den einen oder anderen Fehler gemacht. Dann in Bedrängnis geraten in der Defensive. Der Schiedsrichter hat hier kein Foul an Udo Burgstaller gesehen. Und der Einwurf für Rapid. Das ist Slatomir Zagorcic, der sich hier zum ersten Mal beklagt und zurechtgewiesen wird vom vierten Offiziellen. Wort noch zur Ausgangsposition, wiewohl sie ohnehin einfach ist. Treffender als Peter Schöttl es gesagt hat, kann man es nicht formulieren. Er war heilfroh über das 1:2, den Anschlusstreffer in Novi Sad durch den Iala in Minute 96. Das hat die Chancen natürlich extrem erhöht, um ins Playoff einzuziehen. Jetzt genügt in der Theorie ein 1:0 Sieg dank des Auswärtstors, um in die nächste Runde aufzusteigen, oder ein Sieg mit 2 Toren Unterschied. Gemacht von Terence Boyd. Kopfballduell gewonnen. Schlechte Abwehrarbeit, daher Rapid wieder im Ballbesitz. Über
Drazan, nächster Fehlpass von Katzer. Und da haben sie es gesehen, das ist gut, schnelles Attackieren, wenn man schon mal vorne ist, der Ballverlust passiert. Dann möglichst schnell attackieren, Gegner zu zwingen, den Ball unkontrolliert herauszuspielen aus der eigenen Defensive. Dann kommt man möglichst schnell wieder in Ballbesitz. Gut gemacht von Praga. Jetzt muss der tiefe Pass kommen auf Drazan. Ja, der konnte hier nicht wirklich mit Vollgas in die Tiefe gehen, vermutlich. Der Pass ein wenig zu spät kam und er sonst wohl in Abseitsposition gelaufen wäre. Nächster Versuch über die andere Seite. Holland Trimmel und dann kommt der Ball zur Mitte. Abstoß, Entscheidung, mit der er nicht glücklich ist, Guido Burgstaller. Auch eine ÖFB-Abordnung ist hier. Mitte der Teamchef Marcel Koller, neben Generalsekretär Gigi Ludwig und auch Willi Ruttensteiner war dabei. Und den Blick hatte Peter Schöttl auch am Sonntag über weite Strecken der Partie aufgesetzt. Hoffentlich ändert sich das heute, vielleicht schon jetzt. Gut gemacht. Und Burgstaller passt somit ein bisschen zu unpräzise. Konnte sich Beuth nicht vor seinen Abwehrspieler schieben. Der erste Vorstoß von Christopher Trimmel, der also wieder auf der rechten Außenbahn bzw. auf der rechten Verteidigerposition spielt. Der das eine oder andere Mal auch schon Michi Schimpelsberger gespielt. Der ist eher der defensivere von den beiden, daher heute Trimmel, der gemeinsam mit Hoffmann und wenn der in die Mitte schiebt, erst recht die Seite von den Serben aufreißen soll. Und Rapid vorerst einmal zumindest, was betrifft, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Die bessere Mannschaft, jetzt heißt es nur noch, daraus auch Kreatives zu erzeugen. Son, Ball kommt hier zufällig wieder zu Drazan, der hat jetzt Platz. Schuss abgeblockt, lange überlegt, mache ich die Flanke. Er kämpft sich den Ball noch einmal schön zurück. So, aber jetzt darf er nicht zuschauen, jetzt muss er wieder hinter den Ball kommen. Gut gemacht. Burgstaller kommt da vorbei an seinem Gegenspieler. Jawohl, Ball zur Mitte. Wieder ein wenig zu unpräzise. Schön ins Spiel gebracht hier von Christopher Drazan. Aufmerksam vorerst Novi Sad, Schlussmann neben Anja Supic. Sieger im Kopfballduell. Jetzt Heikkinen. Seitenverlagerung muss flott passieren gegen eine Mannschaft, die einigermaßen tief steht. Nur ein Mann bleibt vorne. Das ist Solospitze Umaru. Gemacht, kein Foulspiel. Und die Pässe zur Mitte kommen noch nicht präzise genug in dieser Anfangsphase. Etwas mehr als
10 Minuten gespielt im Gerd-Hanapi-Stadion. So, gut und schnell attackiert von Christopher Drazan, der einmal auf der rechten Seite auftaucht. Das werden wir im Verlauf der Partie immer wieder sehen, dass Hoffmann, Burgstaller und Drazan, also jene drei, die für die Offensive im Mittelfeld zuallererst verantwortlich sind, immer wieder die Positionen wechseln, um für Verwirrung beim Gegner zu sorgen. Katzer. Ja, Bagger ein bisschen Platz. Steffen Hoffmann versucht's mal. Aus etwa 25 Metern. Und auch eher fassungslos wie kurz zuvor Udo Burgstaller. Rapid bekommt hier keinen Eckball. Auch wenn es in dieser Zeitlupeneinstellung so ausgesehen hat, als wäre Supic dann auch mit den Fingerspitzen am Ball gewesen. Logische Konsequenz, Pfiffe im Hanapi-Stadion für Schiedsrichter Malek. So, erstmals die Gäste aussichtsreich, abgeblockt. Gut, das Triangel Prager, Katzer, Drazan, der sich hier wieder durchsetzt. Terence Boyd geht mit einmal auf der Außenbahn. Natürlich nicht ideal. Er sollte der sein, der US-Amerikaner, der zentral auf die Bälle lauert. Er ist schließlich der klassische Mittelstürmer in den Reihen der Grünen. Gut aufgepasst von Thomas Prager, Abschluss zu schwach. In der Vorsaison mit immerhin 23 Einsätzen hat sich im Herbst nach seiner Verletzung in die Mannschaft gespielt. Heuer noch nicht in der Fixformation und er, Helge Peyer, der ehemalige Einser bei Rapid, der sein Abschiedsspiel erleben durfte beim 1:2 gegen den AS Roma, der Generalprobe auf die Meisterschaft, heute mit seinem 33. Geburtstag. Beuth, der Kopfballsieger, aber jetzt fehlt er natürlich erneut vorne. Jetzt wieder anspielbar. Ihm sagt man ja deutsche Tugenden nach. Zu selbigen gehört auch Lauffreudigkeit. Die hat er bislang immer gezeigt. Die Serben legen ihre Spielanlage hier ganz deutlich auf Konter an. Stehen tief mit einer Fünferreihe und einer Viererreihe davor. Und vorne lauert immer nur einer. Aber jetzt auch kein Foulpfiff. Naja, die nächste Angriffsmöglichkeit hier durch Christopher Drazan. Wieder kein Foulpfiff. Jetzt bleibt die Pfeife von Malek einmal nicht stumm. Aber ich glaube, da ist Christopher Drazan, der das geschickt gemacht hat, schon weggeblockt worden. Beim Versuch wieder mit Nachdruck aufs gegnerische Tor zu ziehen. Das wäre ein Freistoß aus sehr brauchbarer Distanz gewesen.
Der Coach der Serben, der zwar in Novi Sad geboren ist, später aber die bulgarische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Seit Mai 2012 Trainer dieser Mannschaft. Ja, und da ist aufpassen, diesmal der Foulpfiff gegen Umaru. Ein bisschen gedrängelt hat gegen Rapid-Innenverteidiger Mario Sonnleitner. Gute Seitenverlagerung, der war auch nicht schlecht. Aufsetzer, da kann schon mal was passieren auf dem Rasen, der kurz vor Spielbeginn noch einmal kräftig in Wasser getränkt wurde und das Offensivspiel von Rapid noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen gefährlicher für die Serben zu machen. Hofmann, schön mit der Ferse. Ist voll an Almani Moreira. Der erfahrenste im Europacup bei Vojvodina Novi Sad. Und ein ganz kurzer Zupfer von Markus Heikkinen, der hat genügt, um den Schiri hier zum Pfeifen zu veranlassen. Ballbesitz hat sich noch mehr zugunsten Rapids verlagert. Jetzt der Fehlpass, den, wie gerade erwähnt, nassen Rasen rutscht. Der Ball, wenn nicht präzise genug gespielt, schnell über die Seitenoutlinie. Neuaufbau über Gerson, Heikkinen und Sonnleitner. Minuten gespielt. Rapid hat ein definitives Übergewicht in dieser Partie. Übergroße Chancen waren noch nicht dabei in der Anfangsphase. Aber mit dieser Unterstützung sollte das noch werden. Hier versucht Rapid weiterhin das Spiel nach vorne zu forcieren, um hier zumindest einmal den einen Treffer zu machen, der unbedingt notwendig ist, um die Chance auf den Aufstieg ins Playoff zu wahren. Bislang die Bilanz der Grün-Weißen in der Europa League-Qualifikation ja tadellos. In den Saisonen 09-10 und 10-11, in denen man jeweils in der Qualifikation angetreten ist. Hat Rapid jeweils den Aufstieg in die Gruppenphase geschafft. Das soll auch in dieser Saison so sein, nach eineinhalb Jahren Europa-Cup-Pause. So, jetzt gibt es den Freistoß für Steffen Hofmann. Sie haben es gesehen, ganz wichtiger Programmpunkt natürlich aus olympischer Sicht. Usain Bolt im Finale über 200 Meter in London dann um 21.55 Uhr. Bleiben Sie hier dran, Sie versäumen diesen Lauf definitiv nicht.
Steffen Hofmann, der in Novi Sad einmal die Latte und einmal per Elfmeter die Stange getroffen hat. Aus etwa 20 Metern, deutlich über das Tor. Er hat definitiv schon bessere Freistöße seines Regisseurs gesehen. Hofmann hat ja auch nach dem Derby gesagt, es ist natürlich eine relativ junge Mannschaft. Da darf dann ein Schlüsselspieler wie er nicht auslassen. Noch dazu gegen einen starken Gegner, wie es am Sonntag die Veilchen aus Favoriten waren. Sonst wird es schwierig. Kratzer kommt nicht mehr ganz an den Ball heran. Er hat viel Platz, immer wieder in die Offensive mitzugehen. Nach wie vor Vojvodina meist nur mit einer Sturmspitze vorne. Das ist Aboubakar Oumarou aus Kamerun. Gemacht von Markus Heikkinen. Fehlpass von Drazan und der Foulpfiff gegen den Finnen im zentralen Mittelfeld bei Rapid. Ja, vom zweiten Mann im zentralen Mittelfeld war das Foul von Thomas Braga. Heikkinen kam dann erst dazu. Er will seine Mannschaft hier ein bisschen weiter vorne sehen. Der Mann mit der Nummer 10, Moreira, will offensichtlich auch einmal ein bisschen Pressing gegen Rapid zu spielen. Einwurf nahe der Cornerfahne. Es hat gefruchtet, Ball wieder beim Gegner. So, da pfeift er gleich, lässt den Vorteil nicht laufen. Vielleicht wäre der Beuth noch an den Ball gekommen. Einer der Sechser bei Vojvodina geht hier auf Nummer sicher, kommt zu spät. Richtige Entscheidung von Shiri Malek, hier auch Ajuru die gelbe Karte zu zeigen. Er neu im Team von Vojvodina. Einer von vielen defensiven Mittelfeldspielern, die auch ständig rotiert werden von Coach Slatomir Sagorčić. Verzweiflungsschüsse sind noch nicht notwendig. Nach weniger als einer halben Stunde aus rund 25 Metern und Rücklage, das kann kaum zum Erfolg führen. Falmi ist, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, Mario Sonnleiter nicht unbedingt bekannt als gefährlicher Distanzschütze. Hinten ist eine Fixkraft, auch wenn er hier einen Fehlpass produziert hat, der Vojvodina Zeit zum Durchschnaufen und Gelegenheit für einen Freistoß gibt. Kratzer stellt seinen Körper zwischen den Ball und Moreira.
Foul von Terence Boyd. Mal wieder mal hinten aus hilft bei der Defensivarbeit, vor allem bei Standardsituationen. Kopfballstarker Mann, da natürlich gut am eigenen Strafraum zu gebrauchen. Guido Burgstaller bleibt dann alleine vorne. Und erklärt ja auch Terence Boyd über die Seitenautlinie. Einwurf für Vojvodina. Minuten gespielt, 0:0 der Spielstand. Momentan noch die Gäste aus Serbien in der nächsten Runde sieht. Rapid ist mir ein wenig zu wenig initiativ. Ganz gute 10 Minuten würde ich mal sagen. Minute 10 bis Minute 20 konnte man ein Übergewicht erspielen. Seither die Partie wieder ein bisschen eingeschlafen, abgesehen von der einen oder anderen Standardsituation. Und eine solche gibt es auch jetzt wieder für die Grün-Weißen. Steffen Hofmann, alle mit vorne. Keiner kommt an den Ball. Das ist die nächste Möglichkeit durch Christopher Drazan. Kommt nicht vorbei, holt aber zumindest einen Eckball heraus für Rapid. Ist übrigens die erste für die Gastgeber. Serginho Green hat geklärt. Der Niederländer bei Vojvodina. Es braucht seine gefährlichen Standardsituationen, die geschossen, die scharf mit Effet am besten zum Tor gedreht, zur Mitte kommen oder auf Raten. Das war eine Variante. Werden immer wieder im Training einstudiert von Peter Schöttl und seinem höchst kreativen Co-Trainer Thomas Hickersberger. Kurz der Doppelpass und dann von hinten Christopher Drazan, der aus einer ähnlichen Situation im Frühjahr einmal ein sensationelles Tor gemacht hat. Da passte sein Schuss genau ins lange Kreuzeck. Heute noch ein bisschen zu unpräzise. Ob ihn das schon hundertprozentig zufriedenstellt, wage ich angesichts des Gesichtsausdrucks des Rapid-Coach zu bezweifeln. Es ist definitiv noch zu wenig. Man muss mehr her offensiver Natur, um den Gegner wirklich zu belästigen und zu stören, der jetzt einen der gefährlichen Konter hier spielt und zu einer guten Chance kommt. Ganz gefährliche Situation nach diesem tiefen Pass und dann kommt Marius Sonnleitner gerade noch rechtzeitig an den Ball, spielt ihn dem Gegner an den Fuß. Daher noch dazu Abstoß vom Tor von Lukas Königshofer. Davor hat Peter Schöttl gewarnt vor der Kontergefährlichkeit des Gegners, vor allem bedingt durch die Schnelligkeit von Umaru.
darf es auch nicht zu offensiv angehen und vor allem im Spielaufbau keine Fehler machen, so wie jetzt. Wieder der Brasilianer Gerson beim Spielaufbau. Der sich allerdings nicht ganz so nicht beschwert. Da muss auch mehr Bewegung her vorne, um mehr Anspielstationen zu schaffen. Nächste Konter über Stefanovic, geklärt von Mario Sonnleitner. Szenenapplaus. Zu statisch das Spiel von Rapid offensiv. Steffen Hofmann mit der meisten Bewegung noch. Die anderen traben oder spazieren hier mehr, um es böse zu formulieren, durch die Gegend vorne. Terence Boyd macht verständlicherweise die schnellen Schritte erst, wenn der Ball dann wirklich in seine Richtung kommt. Kann man durchaus einmal mit einem hohen Ball auch anspielen. Aber dann muss man eben nachrücken und das möglichst schnell. Sonst landet der Ball wie jetzt wieder beim Gegner. Christopher Trimmel verliert den Ball. Jetzt wird er schon ein wenig emotionaler. Peter Schöttl, hier neben der Trainerbank steht. Jetzt wieder mal Richtung Spielfeld ins letzte Winkel seiner Coachingzone bewegt, um Anweisungen zu geben, die hoffentlich fruchten. Ja, das Foul gegen Guido Burgstaller, der hier im Versuch, den Ballbesitz noch zu retten, sind mit dem Rutscher die Gesundheit, wie es so schön heißt, im Regelbuch seines Gegners gefährdet hat, beziehungsweise eine Beeinträchtigung der Gesundheit in Kauf genommen hat. Daher der richtige Pfiff von Shiri Malek. Ja, die Gegner nutzen die Gelegenheit, ganz egal wie schwer die Verletzung vom Serben ist, um einmal kurz durchzuschnaufen, sich neu abzusprechen und was zu trinken. Begeisterte Zuseher sehen definitiv anders aus. Er dürfte hier die Beine oder zumindest eins davon von Guido Burgstaller in den Unterleib bekommen haben. Er marschiert daher einmal vom Spielfeld runter. Mit der Nummer 6, Branislav Trajkovic, der im Hinspiel gesperrt war. Ja, verstecktes Handspiel von Braga, das niemand gesehen hat. Vielleicht wird da jetzt was draus. Aber die nächste Hereingabe zu unpräzise, diesmal wieder von Burgstaller. Ja, die Serben sind wieder komplett. Trajkovic nimmt wieder seine Position in der Innenverteidigung ein.
Noch einmal die Erinnerung, Sie versäumen bei uns nichts, auch das 200 Meter Sprintfinale der Herren in London mit Usain Bolt, dem jamaikanischen Superstar, nicht. Unterlassen Sie also tunlichst, wenn hier zur Pause gepfiffen wird, schnell was zu trinken zu holen. Sie sollten vor dem Fernsehapparat bleiben, damit Sie wirklich nichts versäumen hier in ORF 1. Minuten gespielt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir ein bisschen mehr Inbrunst, ein bisschen mehr Aggressivität, ein bisschen mehr Vorchecking von Rapid hier erwartet, um den Rückstand aus dem Hinspiel schnell wettzumachen. Natürlich, eins ist klar, ins offene Messer laufen, wie es so schön heißt, darf man nicht. Aber da ist einfach zu wenig Energie, zu wenig Bewegung drin, bisher in der ersten Spielhälfte bei den Österreichern. So, kommt Bolt noch an den Ball. Jawohl, aber nicht mehr sauber zum Abschluss. Ball abgeblockt. Und in den Händen von Nemanja Subic. Ja, das haben wir vorher schon beobachtet. Offensichtlich ein bisschen Knieschmerzen hat. Mal schauen, ob er weitermachen kann. Bald kommt die Pause, dann kann man sich ohnehin erholen. Jetzt sollte Rapid noch einmal andrücken in den letzten gut 3 Minuten in Hälfte 1. Trimmel auf Burgstaller. Die Serben machen die Räume sehr, sehr eng, sind sehr aggressiv, relativ schnell immer wieder am Ballführenden dran. Wir sehen es am unteren Bildrand, einer der beiden Trainer zufrieden. Hier noch einmal die Bestätigung, dass er hier über Schmerzen klagt am linken Knie. Nemanja Subic. Im Sommer 2011 gekommen, nachdem der Einser-Goalie Brückic zu Udinese gewechselt ist. Ja, und nicht nur Peter Schöttl dürfte nach Hälfte 1 enttäuscht sein. Auch 15.800 Zuschauer im Hanapi-Stadion werden das tun. Abzüglich natürlich ein paar Fans der Gäste aus Serbien, die auch heute hier nach Wien gekommen sind, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Eineinhalb Minuten geht es noch in Hälfte 1 plus eine Minute Extra Time, gerade angezeigt vom vierten Offiziellen. Die möglicherweise letzte Chance in den ersten 45 Minuten könnten die Gäste aus Serbien haben. Die bekommen jetzt einen Freistoß aus halbrechter Position.
Hoffen wir, dass sie nichts draus machen. Es tritt Marco Poletanovic an. Das wäre mal so eine Situation, aus der man selbst zum Konter kommen könnte. So, Gefahr gebannt, aber dann kein Rapidler schnell genug am Ball. Und jetzt ist die Aktion vorbei, aber zu einem schnellen Konter wird es jetzt nicht mehr reichen. Ach, jetzt wieder Ermus. Lukas Königshofer zweimal überlegen, was er tut. Spielt er den Ball kurz heraus. Probiert er die lange Variante nach vorne. Das führt nicht zum Erfolg. Man wollte mal mit dem Spritzigen dazwischen gehen, aber der Fehlpass schon wieder passiert. Wieder muss man von vorne beginnen. Ja, und die Serben spielen hier ganz frech. In den letzten Sekunden dieser ersten Spielhälfte noch einmal mutig Pressing sogar nach vorne. Machen den spritzigeren, den aggressiveren Eindruck als die Rapid-Akteure. So, jetzt mal ein bisschen Platz für Burgstaller, aber der natürlich allein auf weiter Flur. Jetzt müsste die Seitenverlagerung kommen. Und die war nicht möglich aus der Position von Steffen Hofmann. Ja, und die logische Konsequenz aus der Darbietung der Rapid-Mannschaft sind vereinzelte Pfiffe von den Zuschauerrängen. Gute Leistung von Shiri Malek. Auch ganz gute Leistung von Vojvodina. Keine gute Leistung bislang, wie am vergangenen Sonntag, von Rapid. Wir hoffen auf Besserung in Hälfte 2. Jetzt geht es aber, wie versprochen, einmal weiter in London bei den 30. Olympischen Sommerspielen und meinem Kollegen Thomas König. Der freut sich wie ich auf Usain Bolt. Die SV Ried war knapp dran, hat den Aufstieg ins Playoff nicht geschafft. Die Admira, da sind wir Ihnen noch das Endergebnis aus Prag schuldig, hat zweimal stark gespielt, hat nach dem 2:2 heute, nach den Treffern von Sabitzer und Thürauer, aber ebenfalls nicht den Schritt in die nächste Runde geschafft. Daher ruhen die letzten Hoffnungen auf den Gebeten von Gerson und der Leistung von ihm und seinen Teamkollegen hier im Gerhard-Hanapi-Stadion, um das komplette Europacup-Fiasko abzuwenden. Ein Treffer würde genügen, so man keinen Gegentreffer heute hier kassiert. 45 Minuten jetzt. Damit wären wohl viele hier im Stadion schon zufrieden, denn mit einer Glanzleistung werden die Rapidler in Summe nicht mehr ins Playoff aufsteigen. Vielleicht können sie ja, oder wir hoffen, sie können in den zweiten 45 Minuten gewaltig zulegen. Und hier das 1:2 aus dem Hinspiel in Novi Sad wettmachen. Keine Veränderungen bei beiden Mannschaften, auch wenn Coach Peter Schöttler schon zwei Spieler zum Aufwärmen geschickt hat. So, jetzt Terence Boyd aus einmal guter Position mit dem Abschluss. Der Ball ein bisschen glücklich bei ihm geblieben. Und er steht wieder mit schmerzverzerrtem Gesicht auf, neben Anša Supić. Er ist nicht mehr ganz so bewegungsfähig, wie er gern wäre. Aber Terence Boyd reißt der Ball leider ein bisschen ab, ist ja sensationell in die Saison gestartet beim 4:0 gegen Innsbruck. Zwei Treffer, ein Assist. Und auch davor beim Testspiel gegen den AS Roma mit einem sensationellen Zeitfallzieher getroffen. Seither hängt er ein bisschen in der Luft als Solospitze, auch wenn er sehr, sehr bemüht ist in jeder Partie.
stets anspielbar zu sein und Gefahr auszustrahlen. Steffen Hoffmann angespielt, umringt von 2 bis 3 Gegenspielern. Natürlich sehr schwierig, hier auf dem nassen Rasen den Ball zu bändigen. Nur mal einen kontrollierten Angriff nach vorne zu spielen. Von Steffen Hoffmann kommt er ein bisschen zu spät gegen Vladan Pavlovic. Und hier die Salzburg-Delegation mit Coach Roger Schmidt, der es mit einem lachenden und weinenden Auge sehen wird, was Rapid hier bis dann gezeigt hat. Lachend, weil man die Rapidler am kommenden Sonntag in Salzburg empfängt. Weinend, weil natürlich hier ein Erfolg Rapids wichtig wäre für den gesamtösterreichischen Fußball. Rapid hier quasi schon mit einer Dreierverteidigung. Wenn man im Ballbesitz ist, Gerson, der jetzt am Ball ist, auf der anderen Seite Sonnleitner und Trimmel sowie Katzer schon am Flügel lauernd auf den tiefen Pass. Aber das funktioniert noch nicht wirklich. So, jetzt zieht Trimmel wieder mal auf, bringt den Ball nicht vorbei an Marco Poletanovic. Rapid wärmen Gulowitz, Grozurek und auch Deni Ala auf. Schauen, was Peter Schöttl da im Schilde führt, vor allem wann er es im Schilde führt. Hier muss sich etwas ändern. Burgstaller wieder blinder Passversuch auf Hofmann, nicht angekommen, Gegner dazwischen. Ja, wo sind da seine Mitspieler? Da hängen alle weit hinten in dieser Situation gleich 3 Mann, die in einem Spiel, in dem man unbedingt ein Tor braucht, sich auf der 6er-Position quasi verstecken. Es traut sich Trimmel einmal was. Auf Burgstaller, ja, immerhin gibt es einmal einen Eckball.
So, drei Mann von Rapid waren einlaufen, jetzt gehen die nächsten drei. Also offensichtlich führt da Peter Schöttl noch nichts wirklich Konkretes im Schilde. Lässt mal alle warm machen für einen eventuellen Einsatz, aber noch treibt er seine Mannschaft an, die momentan auf dem Platz steht. Ja, man läuft Gefahr, hier die gute Stimmung, die man zur Saisonbeginn mit den zwei Siegen in Folge in der Bundesliga erzeugt hat, den Bach runtergehen zu lassen. 0:3 im Derby, heute ein Ausscheiden in der dritten Quali-Runde, das wäre fatal. Jetzt war endlich einmal eine große Chance da durch Terence Boyd nach der Superflanke von Steffen Hofmann. Ja, hoffentlich ist das jetzt mal die Initialzündung für die Grünen. Gute Bewegung von Boyd, ein bisschen alleingelassen und dann streckt sich der Verletzte Nemanja Supić und lenkt den Ball über die Latte. Wieder Hofmann, gut gemacht. Jetzt müsste Burgstaller vorbeikommen, leider nein. Vielleicht war das das nötige Wachrütteln, der Kopfball von Terence Boyd. Da muss man jetzt ansetzen. Wenn es mit spielerischen Mitteln nicht funktioniert, dann muss man mit mehr Aggressivität nach vorne, mit mehr Vorchecking zu Werke gehen und schlicht und ergreifend den Gegner zu Fehlern zwingen. Hoffentlich bekommen wir das den verbleibenden gut 35 Minuten des Öfteren zu sehen. Heute wieder Kopfballsieger, schnelle Seitenverlagerung von Steffen Hofmann. Mekki Katsar, so schnell ist er nicht, der linke Außenverteidiger. Vorhin schon 32 Jahre alt, der Routinier in Diensten der Hütteldorfer. Sehr gutes Sliding-Tackling hier von Gerson, wenn ich es richtig gesehen habe. Da bin ich gespannt auf die Zeitlupe. Er beschwert sich beim Schiri-Assistenten. Dann macht er sich sicherheitshalber aus dem Staub. Wir entschied sich da gar nicht erst auf den Gedanken zu bringen, Geld zu zücken. So, hier haben wir es noch einmal. Ja, ist die schwierige Frage, ob er zuerst den Mann oder zuerst den Gegner gespielt hat. Auf jeden Fall war die Attacke seitlich von hinten. Also Entscheidung des Unparteiischen daher vertretbar. Gefährliche Situation für das Tor von Lukas Königshofer. Oh, Boyd gewinnt hier das Kopfballduell nicht. Der Abschluss kam von einem der Sechser, Serginho Green. Oh, Katzer gut auf Burgstaller, der probiert es. Aus meiner Position nicht zu erkennen, wie weit oder knapp der vom Tor oder am Tor dran war. Er humpelt nach wie vor sich hin, entschuldigt sich dafür auch beim Schiri. Ja, gut, ein, zwei Meter doch vorbei. Ein Versuch von Guido Burgstaller.
Vorsaison immerhin drittbester Torschütze bei Rapid. Es gab vereinzelt Pfiffe nach dem Ende der ersten Spielhälfte. Jetzt die Stimmung wieder gut im St. Hanapi. Und die Aufforderung der eingefleischten Fans von der West, sich zu erheben, dass etwas mehr als eine halbe Stunde vor dem Ende alles im Hanapi-Stadion steht. Aber lieber würde man Kopf stehen nach dem Führungstreffer für Rapid, auf den alle noch immer geduldig warten. Wieder Terence Boyd, der gewinnt jetzt immer mehr Kopfballduelle. Auch dieses hier, da kann man auch ein Foul geben. Und zwar eindeutig unterlaufen von seinem Gegenspieler. Er steht schon wieder. Aber das hat wehgetan. Ja, Kopfschütteln, Nägel beißen. Mir würde es vermutlich nicht viel anders gehen an der Seitenoutlinie als Rapid-Coach am heutigen Abend. Gerson spielt den Ball ins Nichts. Aber dann wieder mit der Abwehr. So, taktisches Foul, Trikotfoul von Green, das zieht natürlich Geld nach sich, ganz klar. Hat er versucht, den schnellen Gegenangriff nach dem Ballgewinn von Rapid zu verhindern. Hand zum Trikot von Mario Sonnleitner, der Schiedsrichter steht keine 3 Meter daneben. Einer dieser Fehlpasses im Aufbau. Zu viele Bälle verschenkt, das kostet natürlich auch Kraft. Das bedeutet viel dem Ball nachlaufen, mehr als es nötig wäre. Gegen Omaru geht auf Nummer sicher. Mehr als eine Stunde gespielt, es hat sich auch in den ersten 15 Minuten der zweiten Spielhälfte nicht viel verändert im Vergleich zu Hälfte 1. Ein kleiner Unterschied, den gibt es wohl. Rapid hatte eine große Chance durch den Kopfball von Terence Boyd. Aber das war schon wieder alles, was die Mannschaft bislang zu bieten hatte. Vielleicht jetzt mal. Sie sehen es, da starten die Rapidler einen Angriff. Und da sind 1, 2, 3 Grüne gegen 2, 4, 6, 7 Serben. Wie soll man da ein Übergewicht erzeugen, frage ich Sie. Abseitsstellung von Omaru. So, jetzt kommen wieder zwei Rapid-Spieler zur Bank zurück, nachdem sie sich warm gelaufen sind. Richtige
Abseitsentscheidung hier vom Schiedsrichter-Trio. Er stand gut einen Meter vorne, wenn nicht mehr. Ich bin neugierig, wie lange sich Peter Schöttl das hier noch ansehen will. Worauf wartet er? Auf die wundersame Wandlung im Offensivspiel von Rapid. Würde es ihm wünschen, wenn die eintritt. Was die Sache natürlich noch schwieriger macht. Vojvodina Novisad war heute Abend hier im Hanapi-Stadion von Beginn weg nicht unbedingt darauf bedacht, offensiv alles zu riskieren. Und das wird sich, je mehr Minuten hier absolviert sind, absolut nicht ändern. Ganz im Gegenteil, die werden immer tiefer stehen und immer mehr dicht machen rund um den eigenen Strafraum. Wie gesagt, wenn spielerisch nicht klappt, dann braucht es mal ein schnelles Tempo-Dribbling zum Beispiel, mit dem man ein, zwei Serben stehen lässt und damit eine Überzahlsituation herstellt in der Nähe des gegnerischen Tors. Lukas Grozurek wäre so einer, der das gut kann. Erst recht, wenn er den frischen Bonus hat im Vergleich zu seinen Gegenspielern dann, die schon über eine Stunde auf dem Platz stehen. Aber zuerst ein Eckball für Vojvodina. Und die Attacke an Steffen Hofmann. Kapitän ein bisschen schwindelig, nachdem er hier den Ellbogen von Nemeka Ajuru in den Nacken bekommen hat, respektive auf den Hinterkopf. Aber es geht schon wieder beim Rapid-Kapitän. Salzbeut setzt seinen Körper ein. Wieder Pfiffe von den Rängen. Novisad macht's clever. Lässt sich bei jedem Freistoß, bei jeder kurzen Unterbrechung noch ein bisschen mehr Zeit, als es notwendig wäre. Auch jetzt wieder. Noch einmal der Blick zurück zum Assistenten. Wo darf ich einwerfen? Und der zweifache Versuch, zuerst der von Trimmel, dann der von Traga, den Gegner zu Fall zu bringen. Nämlich Moreira. Obwohl der hier Trimmel am Trikot zerrt. Die Entscheidung dann war richtig, aber zuerst ein Trikotvergehen von Portugiesen. Da ist er wieder. Green. Ja, der linke dürfte nicht sein. Besserer sein. So, Terence Boyd. Der guten Ballannahme und schon wieder ins Spiel gebracht. So, und jetzt müssen im Sprint da drei, vier Rapidler nachrücken. Sonst ist doch dieser Angriff wieder vorbei. Schauen Sie, wie weit der Burgstaller hinten hängt. Steffen Hofmann auch. Ja, der war ganz gut. Abschluss ein wenig zu schwach.
Burgstaller war es. Und das ist möglicherweise genau das Rezept. Ball noch gefährlich, abgefälscht sogar. Gegen einen Tormann, der sich nicht mehr wirklich rund bewegt. Über Schmerzen klagt und vermutlich auch nicht mehr der Allerschnellste ist, wenn es darum geht, abzutauchen und tiefe Bälle aus dem Winkel zu fischen. Gerson sichert den Ball, Hofmann steht auch schon wieder. Nächster Versuch. Viel zu steil, der tiefe Ball. Usain Bolt kann man zwar auch aus Österreich bewundern, alleine ist nicht hier im Hanapi-Stadion. Soll ja Interesse bekundet haben, einmal ein Probetraining bei seinem Lieblingsverein Manchester United zu absolvieren, auch wenn es nur im Spaß gedacht war. Mal, ob das noch einige PR-Wellen schlägt. Rapid schlägt hier heute leider noch, und ich hoffe, die Betonung passt auf dem noch, keine. Das Missverständnis zwischen Drazan und Hofmann. Und der nächste Fehlpass von Prager in der Vorwärtsbewegung. Hat leider alles nicht wirklich viel wert. Ja, für Prager war es zumindest, wenn man seine Herausnahme positiv sehen möchte, der letzte Fehlpass. Es kommt Deni Alar, und der geht wohl mit viel Selbstvertrauen in diese Partie, nachdem er derjenige war, der die Mannschaft in Novi Sad erlöst hat in Minute 96 mit dem so wichtigen Anschlusstreffer zum 1:2. Aber auch der hilft nichts, wenn Rapid hier in den letzten 20 Minuten nicht mehr einfällt in der Offensive. Moreira. Gut gemacht von Drazan.
Man muss ehrlicherweise sagen, die Serben machen das nicht ungeschickt, so wie auch jetzt wieder. Früh stören, wechselt ab mit ein bisschen tiefer stehen, soweit es eben die Kraft zulässt. Pressing kann man nicht über 90 Minuten spielen. Aber wenn, dann zwingen sie die Rapidler immer wieder den Ball nach hinten zu spielen. Das bringt wertvolle Zeit und die Hütteldorfer obendrein aus dem Rhythmus. Wobei das so eigentlich nicht stimmt, denn Rapid hat heute in Wahrheit keinen Rhythmus, aus dem man sie bringen könnte. Trotzdem macht Vojvodina Novi Sad bislang alles richtig. Rashur hat seine Aufgabe erfüllt, wird jetzt ersetzt durch den Mann mit der Nummer 13, Vuk Mitošević, einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler. Und Rapid muss schon langsam auf eine Standardsituation hoffen. Latte, ein Kopfball. Da war sie, die große Chance für Mario Sonnleitner, der schon einen Kopfballtreffer gemacht hat in dieser Saison beim 1:0-Sieg in Wiener Neustadt. Das ist klug. Ball so nah wie möglich ans gegnerische Tor, denn der Schlussmann, der wird wohl nicht mehr mit seinem ledierten Knie herauskommen und die Bälle herunterfangen. Dann eher mit dem Rücken, denn mit dem Hinterkopf Mario Sonnleitner an die Latte. Da war sie, Chance Nummer 2 nach dem Kopfball von Terence Boyd. Auch wenn 4 Torchancen, wie Sie es eben in der Statistik gesehen haben, zu wenig sind, de facto. Wir werden nicht nachzählen, sofern Rapid hier das Tor gelingt. Wenn doch, wird man sich morgen in den Zeitungen wohl einige Kritik gefallen lassen müssen. Alla da am Ball, unglaublich weit hinten. Er hat Kraft, will sich Bälle holen. Und vielleicht wäre es vernünftiger, hier jetzt mit 2 Sturmspitzen zu agieren. Boyd kommt nicht zum Abschluss aus dem Hinterhalt. Steffen Hofmann holt zumindest einen Eckball heraus. Jetzt wird es hier ein bisschen spannender, möchte ich mal sagen. Das, was wir uns nach dem Kopfball von Terence Boyd schon gewünscht haben, dass Rapid munter wird. Vielleicht passiert es jetzt und vielleicht ist auch das noch zeitig genug. Haller erkämpft den Ball. Reklamiert hier bei Schiedsrichter Malek. Und jetzt sieht auch noch die gelbe Karte, nachdem er hier dazu beitragen wollte, dass möglichst schnell weitergespielt wird. Grazan jetzt auch beim Unparteiischen, das hilft aber alles nichts, das kostet nur noch mehr Zeit. Ja, ungefähr zu diesem Zeitpunkt stand es, nämlich genau eine Viertelstunde vor dem Ende, noch 0:0, ehe dann Umaru zur Führung traf und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Hoffentlich tun sie das auch heute noch in positiver Sicht. Rapid Viertelstunde ist jedenfalls eingeklatscht. 2 Chancen waren da, vielleicht ist das Motivationsschub genug hier noch einmal nachzulegen. Noch einmal die müden Körper hier auf Höchstgeschwindigkeit und höchsten Einsatz zu beschleunigen und hier noch die Wende herbeizuführen. Er scheint durchzuhalten, Nemanja Supić.
Kein Wunder, dass ihn, solange es geht, sein Coach auf dem Spielfeld lässt. Denn er hat mit Srdjan Sakula zwar einen 33-Jährigen auf der Bank, der allerdings über null Europacup-Erfahrung verfügt. Und daher wohl aus Sicht des Vojvodiner Coaches als Risiko erachtet wird. Ja, und jetzt muss, der Meinung bin ich auch, nicht nur die Rapid-Fans, Schiedsrichter Malek schön langsam einmal einschreiten. Lassen sich die Herren aus Serbien jetzt bei verschiedenen Situationen schon ein bisschen sehr viel Zeit. 13 Minuten vor dem Ende. Wieder mal über die Mitte. Dazan, der Pass von Sonnleitner. Ob der gewollt war, weiß ich nicht. Er ist angekommen. So, und die schlechte Hereingabe von Guido Burgstaller bringt zumindest mal den nächsten Eckball. Keiner mehr an diesen Eckball von Steffen Hofmann heran, auch genialer nicht. Und so verrinnen die Sekunden im Hanapi-Stadion. Hofmann hängt weit hinten mit dem tiefen Ball in den Strafraum. Wieder die Foul-Entscheidung gegen Terence Boyd. Und für die Rapidler kommt für die letzten 10 Minuten plus Nachspielzeit. Ja, da ist Marko Poletanovic schon ein bisschen sehr leicht gefallen, für meinen Geschmack. Da muss man auch keinen Freistoß geben, sieht auch Peter Schöttl so. Einsatz mit der Schulter, seinen Mann stehen, das ist durchaus erlaubt. Und als faire Mannschaft erweisen sich die Gäste aus Serbien hier nicht, auch wenn das alles nicht hilft, sich darüber zu mokieren. Die Erfahrungen aus dem Hinspiel haben gezeigt, dass die Gästemannschaft hier mit allen Mitteln versucht, zum Erfolg zu kommen. Erinnern Sie sich an den Fotografen, der beim Elfmeter von Steffen Hofmann wie ein Rumpelstilzchen hinter dem Tor herumgehüpft ist, oder an den ominösen Pfiff, der nicht vom Schiedsrichter, sondern wie Peter Schöttl gemeint hat, vielleicht nicht aus dem Publikum, sondern von der gegnerischen Bank kam, der dann schließlich Lukas Königshofer verleitet hat zu einem seiner gröbsten Fauxpas in seiner Fußballerkarriere. Ja, und der Mann, der hier verletzt ist,
kann durchaus, weil er schon neben der Seitenoutlinie liegt, auch außerhalb des Spielfelds verarztet werden. Es gibt keinen wirklichen Grund, warum Schiedsrichter Malek sich hier so lange Zeit lässt mit dem Aufschreiben der gelben Karte und dem Fortführen der Partie. Zumal bei Vladan Pavlovic die wundersame Heilung eintritt. Er ist schon wieder auf dem Platz und hat sich gerade noch vor Schmerzen gewunden. Zumindest will er wieder auf dem Platz. Jetzt darf er nicht vorerst. Muss warten auf das Zeichen des Referees, das jetzt kommt. Und jetzt nimmt er seinen Platz auf der linken Verteidigerposition wieder ein. Und ausgerechnet der Mann, der gerade noch sterbenden Schwan gespielt hat, jetzt mit dem bösen Foul und zwar von hinten. Also das ist eine Mischung aus, den kann man vom Platz stellen und das macht auch Schiedsrichter Malek aus meiner Sicht völlig zurecht. Viel Aufregung im Hanapi-Stadion, das war zu erwarten für die Schlussphase. Man hätte sich das sparen können, hätte man hier früher eine Entscheidung zugunsten Rapids herbeiführen können. Da gibt es noch Gelb obendrauf für Miroslav Vuličević, der noch gemeckert hat und den Ausschluss nicht verstanden hat, der aus meiner Sicht mehr als korrekt war. Oh ja, mit beiden Beinen voraus gegen den Mann, ohne Chance auf den Ball. Unglaubliches Einsteigen hier von Vladan Pavlovic. Ja, und jetzt passiert das, was das Reglement besagt. Er darf hier keinesfalls auf der Bank Platz nehmen, nachdem er ausgeschlossen wurde. Und lässt sich natürlich, denke ich, viel Zeit, um hier das Stadioninnere zu verlassen. Knapp 6 Minuten noch reguläre Spielzeit. Rapid mit einem Mann mehr gegen eine serbische Hintermannschaft, bei der jetzt ein guter Kopfballspieler fehlt. Also vielleicht die Devise für die Schlussphase, immer mehr hohe Bälle in den Strafraum zu schlagen. Auch erinnere ich noch einmal wegen der Verletzung von Tormann Zupic. ...85 Minuten gespielt. Ein einziger Treffer trennt Rapid vom Playoff. Ah, schade, da war noch einer der Serben am Ball, wenn ich es richtig gesehen habe, und hat den Ball entscheidend verlängert, sodass hier kein Rapidler zum sauberen Kopfball gekommen ist. Und ein Rempler, ein leichter zumindest, war hier auch zu sehen. So, jetzt kommt noch jener Verteidiger, der im Hinspiel den gesperrten Trajković ersetzt hat. Mit Nummer 37, George Jokic. So, gut über Drazan bringt er den Ball gleich zur Mitte, wieder nicht präzise genug. Eikenen, Seitenverlagerung auf Trimmel. So, der muss jetzt einmal im 1 gegen 1 vorbei an seinem Gegenspieler.
Steffen Hofmann bietet sich wieder hinten an. Und das Foul von Markus Katzer, das zumindest Schiri Mahle gesehen hat. Und der Nächste liegt hier auf dem Boden und schindet so viel Zeit wie nur irgend möglich. Ja, wenigstens fällt das mit dem nächsten Wechsel bei den Serben zusammen zeitlich. Peter Schöttl macht auch den vierten Offiziellen noch einmal darauf aufmerksam. Man möge doch hier den Gegner antreiben, ein bisschen weniger Zeit hier verstreichen zu lassen. Ist schon sehr aufreizend, was die Rot-Weißen hier zeigen. Wo man ihnen da keinen Vorwurf machen kann. Rapid würde es genauso tun, hätte man hier zum Beispiel eine 2:0 Führung. Es liegt am Schiedsrichter, am Herrn in Schwarz, das zu unterbinden. So, Gerson, der ist kopfballstark, den würde ich jetzt schon fast vorziehen als zweiten Mittelstürmer neben. Ja, da ist er plötzlich. Bringt den Ball zur Mitte, hat aus meiner Position so ausgesehen, würde sich der Ball Richtung langes Kreuzeck bewegen. Aber der Winkel stimmt hier nicht. Und jetzt lässt er sich wieder nach hinten fallen. Man kann hier nur noch volles Risiko gehen, meine Herren. Alles nach vorne für die letzte Spielminute in der regulären Spielzeit und alles, was Schiedsrichter Malek angesichts der Verzögerungen der Gäste noch drauf gibt. Das ist das einzig Richtige. Und jetzt gibt es den Strafstoß für Rapid. 90. Spielminute. Er hat nicht gezögert, hatte eine gute Position. Robert Malek muss sich natürlich einiges anhören jetzt von den Vojvodina-Spielern. Auch er ist fassungslos, Trainer Sagorcic. Weiteren Betreuer nehmen es mit einem müden Lächeln, so als wäre das eine Fehlentscheidung vom Unparteiischen gewesen. Schauen wir es uns noch einmal an. Der lange Ball. Ja, und dann geht die Hand des Verteidigers klar an die Schulter von Terence Boyd. Das ist ein Elfmeter, den man geben muss. Auch wenn ihn, so ehrlich muss man sein, wahrscheinlich nicht viele Schiedsrichter in so einer Schlussphase geben. Also Hut ab jetzt vor Robert Malek. Ja, und der Coach verabschiedet sich. Ja, schauen wir noch einmal. Ja, die Hand hat dort nichts verloren, um hier den Kopfball von Terence Boyd zu verhindern. Und es werden 5 Minuten nachgespielt im Gerhard Hanapi Stadion. Und das überrascht mich ein bisschen. Es schauen nicht alle hin. Steffen Hofmann hat gesagt, er wird, falls es im Derby einen Elfer gibt, nachdem er in Novi Sad nicht getroffen hat, wieder antreten. Jetzt aber Danny Ala. Wird er zum großen Helden nach seinem 1:2 Anschlusstreffer in der 96. Heute könnte er in der 91. oder 92. treffen. Jawohl, Rapid geht exakt nach 91 Spielminuten mit 1:0 in Führung. Die Entscheidung, ob das in Summe verdient ist, überlasse ich Ihnen, liebe Zuseher. In jedem Fall haben Sie, auch wenn die spielerischen Möglichkeiten auch heute gefehlt haben, wie am Sonntag, in der Schlussphase zumindest erkennen lassen, dass Sie wollen. Und ganz souverän überlauert Deniala hier
will ich sagen, bewegungsunfähigen, aber bewegungseingeschränkten Schlussmann von Novi Sad. Wartet lange, bis sich der Goalie bewegt. Und dann schiebt er den Ball in die rechte Ecke. So, jetzt ist die Stimmung endlich so, wie wir sie schon viel früher gern gehabt hätten. Zweites Tor für Deni Alla in seinem zweiten Europacup-Spiel. Rapid führt, ist mit diesem Resultat eine Runde weiter. Muss noch knappe 3 Minuten hier überstehen, so sich Schiedsrichter Malek an die 5 Minuten, die angezeigt wurden, hält. Und sie sind, auch das dürfen wir nicht vergessen, mit einem Mann mehr auf dem Platz. Natürlich kommt jetzt noch ein Offensivmann bei Vojvodina, Milan Bojovic. Er hat das 2:0 gegen Rapid gemacht im Hinspiel in Minute 94. In 94 Minuten, sogar 95, wird es auch heute geben. So, jetzt noch einmal alle Kräfte bündeln. Jetzt heißt es nur noch, weg den Ball. Vorne kann ihn vielleicht der ein oder andere bändigen und die Zeit hier herausholen, die nötig ist, um dieses Resultat über die Zeit zu retten. Noch ein Wechsel bei Rapid. Peter Scheutl hat sich noch einen aufgehoben, hat noch einen im Talon. Jetzt kommt Stefan Kulowitz für Guido Burgstaller. Und jetzt plötzlich verdrehtes Bild. Jetzt beschweren sich die Vojvodiner Spieler und Rapid lässt sich alle Zeit der Welt. Defensivmann für einen Offensivmann. Noch einmal Absprache mit Markus Heikkinen, neben dem er jetzt Position bezieht, Stefan Kulowitz. Und der Ball ist wieder weg. Nur Einwurf für die Serben. Und es laufen bereits die letzten Sekunden von Spielminute 95. Gut gemacht. Terence Boyd lauert vorne. Jetzt heißt es am ersten vorbei. Ja, es geht auch. Ball immerhin über der Seitenoutlinie. Einwurf für Rapid. Was haben wir für eine Schlussphase erlebt im Karadzhorze-Stadion vor einer Woche? Das taktische Foul von Boyd wäre hier richtig gewesen. Dafür hat ihm offensichtlich schon ein bisschen die Kraft gefehlt. Jetzt mit Nachdruck Christopher Tratz an, mit ein bisschen zu viel Nachdruck. Ja, nicht lange auf den Schiedsrichterassistenten schauen und jammern, dass der hier das Foul anzeigt. Schnell zur Mitte und die Positionen beziehen. Jetzt muss jeder seinen Mann nehmen, einer auch den gegnerischen Tormann, Nemanja Supic, der mit vorne ist, der Lange, dem ich schon lange darauf gewartet habe, dass er ausgewechselt wird aufgrund seiner Knieprobleme. So, der Schiedsrichterassistent hat offensichtlich ein Problem mit seinem Arbeitsgerät, bekommt daher jetzt eine neue Fahne. Und mittlerweile sind bereits 95,5 Minuten gespielt. Ja, da sehen Sie es, wie sie ihm herunterfällt. Er mit dem erstaunten Gesichtsausdruck. Und das ist hoffentlich die letzte Möglichkeit für Vojvodina Novi Sad in dieser Partie. Und gute Parade hier von Lukas Königshofer. Aber er lässt auch noch den Eckball hier spielen von Vojvodina. Er hier gut mit der Hand am Ball. Wäre hinter ihm noch einer gekommen und den fängt er herunter. Der gegnerische Tormann liegt, reklamiert hier noch einmal Elfmeter. Der weite Auswurf auf Steffen Hofmann. Und er spielt den Ball in die Tiefe. 3 gegen 1 jetzt. Tiefer Ball, das Tor ist leer und
Kulowitz trifft hier, der Mann, der eingewechselt wurde, zur endgültigen Entscheidung. Aber da liege ich falsch, denn er hat hier eine Abseitsposition angezeigt. Also kein Treffer für Rapid. Jetzt geht es hier wieder rund. Zwei Bälle im Spiel. Wieder Rapid im Ballbesitz. Drazan. Man muss hier nicht mehr auf den Abschluss gehen eigentlich. Na ja gut, wenn es so leicht ist, dann schon. Und jetzt trifft Terence Boyd zum 2:0. Jetzt zählt der Treffer. Und Rapid ist durch, meine Damen und Herren. In diesen Sekunden der Schlusspfiff von Schiedsrichter Robert Malek, der jetzt so schnell wie möglich seine Kabine aufsuchen wird. Zeigt hier nochmal eine mehr oder weniger belanglose gelbe Karte, während wir den Treffer von Terence Boyd sehen zur endgültigen Entscheidung. Wer hätte gedacht, dass es nach dem 96-Minuten-Krimi in Novi Sad heute ein 97-Minuten-Krimi wird im Gerhard-Hanapi-Stadion. Was haben wir für Schlussphasen in diesen beiden Spielen erlebt? Er lässt sich feiern als Torschütze zum 2:0 mit seinem ersten Europacup-Treffer in Diensten von Rapid. Nachdem Deni Ala eiskalt vom Elfmeterpunkt seine Mannschaft in Führung gebracht hat, die jetzt den positiven Weg gehen kann Richtung Fans, um sich bejubeln zu lassen. Die Mannschaft ist eine Runde weiter und es wird morgen wohl nicht mehr viel gefragt werden, wie das Ganze zustande gekommen ist. Es war alles andere als eine Glanzleistung, sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel. Und letztlich konnte man sich doch durchsetzen als jene Mannschaft, der man auch am ehesten den Aufstieg ins Playoff zugetraut hat, wiewohl dort vermutlich ein stärkerer Gegner warten wird und es einer deutlichen Steigerung der Grünen bedürfen wird, um auch das Playoff, in dem man mittlerweile zum dritten Mal steht, seit 2009 und 2010, auch das zu überstehen. Ich lasse ihn mit den Jubelbildern der Grünen noch ein paar Sekunden alleine. Sage danke fürs Dranbleiben, danke fürs Mitfiebern. Vielleicht hat auch das geholfen. In Kürze melden sich Bernie Stöhr und Herbert Prohaska mit der Analyse. Abend heute hier im Hanapi-Stadion. Die Rapidler gewinnen doch noch am Ende mit 2:0 und bei mir ist der siegreiche Trainer, nämlich Peter Schöttl. Herzliche Gratulation gleich einmal vorweg. Wie viele Nerven haben Sie heute verbraucht in dieser Partie? Naja, sehr viele natürlich. Ich denke, dass der Sieg verdient war, auch wenn wir die Tore ganz am Ende erst erzielt haben. Der Gegner hat es uns wahnsinnig schwer gemacht, hat aus meiner Sicht wirklich eine sehr gute Mannschaft auch. Aber ich habe eigentlich halt immer das Gefühl gehabt, dass wir das eine Tor zumindest noch erzielen.
Super Stimmung jetzt hinter uns auf der Westtribüne. Kein Wunder, aber lange Zeit war es sehr ruhig im Hanapi-Stadion, weil Rapid nicht die richtigen Mittel gefunden hat, durch diese dichte Abwehr durchzukommen. Was war der Grund? Ja, weil die zu sechs hinten gestanden sind, weil die im Mittelfeld richtig gute Fußballer haben. Das ist kein Wunschkonzert. Also Gegner richtig gut, auf das können wir richtig stolz sein. Dene Alar war der Elferschütze und dann war wahrscheinlich auch der Matchwinner für Rapid. War das schon vorher abgesprochen, dass er den Elfer schießen wird und nicht Steffen Hoffmann? Nein, überhaupt nicht. Über Elfmeter reden wir überhaupt nicht in der Besprechung. Ich habe dann auch erst am Schluss gesehen, dass der Dene geschossen hat. Und beim Schuss des Tor habe ich auch nicht gesehen, weil ich mich umgedreht habe. Also wie funktioniert das? Da nimmt sich der Spieler den Ball, der das meiste Selbstvertrauen hat? Ja, und heute hat es gut funktioniert. Wie geht's jetzt weiter mit Rapid? Jetzt einmal durchschnaufen ordentlich, oder? Ja, das wäre schon bitter gewesen. Also das Derby hat uns sehr wehgetan. Diese Niederlage, umso wichtiger ist es, dass wir als einzige österreichische Mannschaft noch im Bewerb sind und zumindest noch zwei schöne Spiele haben. Jetzt werden wir sicher einen ganz guten Gegner kriegen. Aber es war für die Moral ungemein wichtig, auch für die Zuschauer, die, glaube ich, voll auf ihre Kosten gekommen sind. Haben Sie das Gefühl gehabt, am Anfang des Spiels, dass den Spielern das Derby, diese Derby-Niederlage, diese Ohrfeige, die sie da kassiert haben, am Sonntag noch ein bisschen im Kopf steckt? Nein, ich habe einfach von Start weg zwei Mannschaften gesehen, die alles probiert haben, um eine Runde weiterzukommen. Wir haben gewusst, dass sie müde werden, das war in Novi Sad schon so. Und schlussendlich haben wir immer mehr Druck aufgebaut. Und glaube ich, dass der Sieg verdient war, auch wenn die Tore spät gefallen sind. Eine schöne Szene können wir uns gleich anschauen. Peter Schöttl hat am Ende des Spiels dann auch noch mit unserem Experten Herbert Prohaska gescherzt. Und da ist gleich die Gratulation gekommen. Die violette Legende und die grüne vereint. Ja, aber natürlich war das jetzt Tor vom Kulowitz, was schlussendlich nicht gezählt hat. Aber ja, ich habe mich auch schon abgemeldet fürs Copa Pelé-Spiel, weil beim nächsten kann ich nicht dabei sein. Das ist der bittere Beigeschmack. Dankeschön, Peter Schöttl, herzliche Gratulation noch einmal. Ja, Herbert, auch dir ist wahrscheinlich ein großer Stein vom Herzen gefallen in der Endphase. Man darf ja nicht vergessen, die Rapidler haben alle ihre Tore in diesen zwei Europacup-Spielen nach der 90. Minute geschossen. Also da sind die Nerven schon ordentlich angespannt gewesen bei allen. Ja, das ist immer der Punkt, wo ich letztlich froh bin, nicht mehr Trainer zu sein. Denn was hier wahrscheinlich im Peter Schöttl vorgegangen ist, kann man nicht beschreiben. Das ist unglaublich. Und dann, aber natürlich, das Wunderschöne ist dann das Glücksgefühl am Ende, wenn die Mannschaft gewonnen hat und weiter ist. Es ist ganz einfach auch für unseren Fußball ungemein wichtig. Es wäre sehr traurig gewesen, wenn alle ausgeschieden wären. Denn wir haben auch heute gesehen, die anderen sind relativ knapp oder mit halbwegs admira gute Leistungen trotzdem ausgeschieden. Und so ist jetzt Rapid drinnen. Und man muss auch sagen, dass sie zweite Halbzeit auch alles gegeben haben, um dieses Spiel noch zu gewinnen. Na, schauen wir mal rein in diese Partie. Rapid, wie gesagt, hat sich sehr schwer getan beim Spielaufbau, vielleicht ein bisschen zu statisch. Und wir sehen hier eine Szene aus der 67. Minute. Da geht es recht flott über Beuth, über die linke Seite. Und dann hat er hier keine Anspielstation. Ja, das ist eben genau der Punkt, der schnelle Umschalten. Du musst eben da in dieser Situation zwei Spieler im Strafraum haben. Das haben sie nicht gehabt. Man muss auch dazu sagen, dass sie heute bis auf eine Hoffmann-Flanke selten gut geflankt haben. Sie haben viele Möglichkeiten gehabt, aber die Flanken sind nicht gekommen. Und dadurch war es unheimlich schwer, gegen diese defensive Mannschaft durchzukommen. Die Szene geht dann noch weiter, aber letztlich ein zu schwacher Schuss hier. Ja, und dann haben wir eine Riesenchance von Rapid gesehen, nämlich ein Freistoß von Steffen Hoffmann und dann Sonnleitner mit dem Kopf oder mit dem Rücken an die Latte. Ja, es ist der Rücken, aber das ist natürlich schwer. Er steht verkehrt zum Tor und er weiß, dass er schon sehr nahe ist. Jetzt kann er den Ball nicht mehr wirklich stark mit dem Kopf spielen und er fällt ihm sogar auf den Rücken, aber es fehlen trotzdem einige Zentimeter. Das war nach der Pause sicher die größte Möglichkeit. Ja, und wir schauen einmal hinein in die Flashzone zu Andreas Felber. Der hat Dene Alar vor dem Mikrofon.
Der Mann mit den eisernen Nerven. In der 90. Minute ist er hingegangen, hat sich den Ball geschnappt und hat eingeschossen. War das klar, dass sie den Elfer schießen? Nein, normalerweise ist der Steff der Elfmeterschütze. Aber er war sich nicht hundertprozentig sicher und ich habe mich sehr gut gefühlt und da bin ich hingegangen und habe ihn reingemacht. Sehr gut gefühlt, wie sicher waren Sie, dass ich den jetzt reinhaue, dass Sie den jetzt reinhauen? Ja, ich war mir zu 100% sicher. Ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt, wie gesagt, und ich war mir zu 110% sicher und das habe ich zum Glück gemacht. Gratulation von den Teamkollegen. Sie haben lange Zeit draußen mitgefiebert. Wie groß war der Druck, der da auf euch gelastet hat, von Minute zu Minute? Ist der größer geworden? Ja, natürlich. Also wir mussten unbedingt ein Tor machen. Natürlich hat man besonderen Druck noch wegen Sonntag gehabt. Und wir wollten unbedingt weiterkommen. Wir wollten das Spiel von Sonntag vergessen machen. Ich glaube, wir haben sehr guten Fußball gespielt, natürlich nicht die Chancen herausgearbeitet, aber ich glaube, zum Schluss sind wir der verdiente Sieger. Alles Gute nochmal, Gratulation zu dem verwandelten Elfmeter und Bernie Stör ist wieder dran, danke. Daniel, also mit dem so wichtigen 1:0 für die Rapidler in der 91. Minute. Wir können uns noch anschauen, glaube ich, wie dieser Elfmeter entstanden ist, nämlich ein Foul an Terence Boyd. Da war die Hand dabei, Herbert, der war zu geben, oder? Ja, es ist aus dieser Einstellung ein bisschen schwer. Also, er lässt ihn auf alle Fälle hier nicht springen, legt ihm die Hand auf die Schulter. Und da muss man trotzdem froh sein. Es war schon ein harter Elfmeter, aber auf alle Fälle war ein Vergehen dabei. Ja, und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. In der Schlussphase dann noch ein Abseitstreffer für die Rapidler. Und dann hat Terence Boyd doch noch alles klar gemacht in der 97. Minute. Da haben die Serben schon alles nach vorne geworfen und dann ja, die endgültige Entscheidung. Ja, sieht man auch. 3-2 und das spielen sie auch wirklich super. Hoffmann spielt Terence Boyd frei und der hat natürlich dann das ganze Tor vor sich und verwandelt auch eiskalt. Das war, wie gesagt, die Draufgabe. Das wichtige Tor war natürlich von Daniel A., der ganz einfach keine Nerven gezeigt hat und das ist für so einen jungen Mann schon bemerkenswert. Ja, Gratulation auch an den Kapitän Steffen Hoffmann nach diesem tollen Pass zum 2:0. Jetzt beim Interview bei Andi Fellmer. Ja, ich nehme an, Steffen Hoffmann hat sich mit seinen Teamkollegen gefreut und ich frage trotzdem zu denen alle einmal, wie stolz sind die auf den jungen Burschen, dass er heute den Elfer reingehauen hat. Ja, sehr. Ich bin natürlich überglücklich, dass wir gewonnen haben. Beim Elfmeter war es einfach so, dass der Danny mich gleich angeschaut hat und ich habe gewusst, er fühlt sich gut. Ich habe letzte Woche gegen den Tormann verschossen, was nicht heißt, dass ich im nächsten nicht wieder schießen werde. Aber heute war es einfach so, dass ich mich nicht ganz so gut gefühlt habe und der Danny schon. Und deswegen habe ich ihn rangelassen und er hat seine Sache überrang gemacht. Jetzt könnt ihr alle lachen, aber man muss ganz ehrlich sagen, 90 Minuten war ich nicht nach Lachen zumute. Warum war das so schwer? Warum ist eigentlich das Rapidspiel überhaupt nicht oder ganz wenig in Gang gekommen? Ah, ich glaube nicht, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben, sondern es war unheimlich schwer. Wir haben gegen einen Gegner gespielt, wo wir gewusst haben, die sind in der Offensive sehr gut. Und sie haben eigentlich 90 Minuten nur verteidigt. Und da ist es schwer durchzukommen. Die wenigen Chancen, die wir gehabt haben, hätten wir einfach nutzen müssen. Und dann wäre das Spiel viel früher entschieden gewesen. Aber ich glaube, entscheidend ist einfach, dass wir bis zum Ende an uns geglaubt haben und sind heute Gott sei Dank dafür belohnt worden. Belohnt heute, wie wichtig auch für den Kopf, für Selbstvertrauen, für den großen Schlag am Sonntag in Salzburg? Ja, um ehrlich zu sein, im Moment denke ich noch nicht so viel an Salzburg, sondern freue mich erstmal. Aber es ist schon richtig, es war ein unheimlich wichtiger Sieg für uns, weil wir unbedingt eine Runde weiterkommen wollten. Ich denke, wir haben in den beiden Spielen gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren. Aber es war eine unheimlich schwierige Aufgabe. Und gerade heute nach einem 3:0 im Derby strotzt man normalerweise nicht so vor Selbstvertrauen, aber ich glaube, wir haben unsere Aufgabe gut gemacht. Helge Berg, glaube ich, hat eine Geburtstagstorte für euch in der Kabine. Mahlzeit. Ja, danke. Terence Boyd, also der Schütze zum 2:0, freut sich über seinen Treffer mit Peter Schöttl. Ja, Rapid schafft es also doch noch mit einem Herzschlagfinale. Gewinnen sie gegen Novi Sad mit 2:0 und stehen damit im Playoff der Europa League als leider Gottes einzige österreichische Mannschaft. Aber die Rapidler haben es immerhin geschafft, dass das kein ganz schwarzer Tag für den österreichischen Fußball geworden ist. Denn die anderen beiden Europacup-Vertreter, die sind ausgeschieden. Ja, also 2:1 sozusagen das Score heute. Die zwei sind ausgeschieden, eine Mannschaft ist weitergekommen, nämlich Rapid. Ja, und ich habe selten einen Violetten so Daumen drücken sehen für Grün-Weiß wie dich heute. Ja, weil es doch bitter wäre, wenn alle ausscheiden. Und es ist ganz klar, ich meine, auch wenn Rapid immer
der Rivale war von mir oder von der Austria, dann ist es ganz klar, wenn sie gegen eine ausländische Mannschaft spielen, dann möchte man, dass der österreichische Club weiterkommt. Und deswegen freue ich mich auch heute, dass der Rapid weitergekommen ist. Das ist keine Frage. Also doch noch ein versöhnlicher Abschluss dieses langen Europacup-Abends hier im Wiener Hanapi-Stadion. Ja, das war's hier von uns, liebe Zuschauer. Wie gesagt, Rapid weiter. Die Admira und Ried sind draußen. Und jetzt geht's bei uns weiter mit Olympia, live mit Rainer Pariasek aus London. Wir verabschieden uns hier und wünschen wie immer eine gute Nacht. Supic. Endstand daher 2:1 für die Serben, die hier kurios 2:0 in Führung gegangen sind, und ebenso glücklich der Ausgleich bzw. der Anschlusstreffer für Rapid. 2:1 der Endstand. Zurück in die Südstadt. Liebe Zuschauer, mit dem 2:1-Sieg von Ried gegen Legia Warschau und jetzt zwei Niederlagen, Herbert. Die Admira hat hier 0:2 verloren gegen Sparta Prag. Rapid ist immerhin ein Auswärtstor gelungen, hat aber auch verloren. Wie resümierst du jetzt diese beiden Partien? Ja, ich würde sagen, beide wirklich unglücklich, denn die Admira, die vor der Pause wirklich sehr gut gespielt hat, hat sich dann durch ein Eigentor eigentlich selbst auf die Verliererstraße geschossen. Ja, und auch im zweiten Spiel gibt es eine Niederlage. Rapid verliert bei Vojvodina Novi Sad mit 1:2. Novi Sad 1:0 in Führung gegangen und dann möglicherweise die spielentscheidende Szene, ein Foul an Beuth im Strafraum von Novi Sad, und dann gibt es einen Elfmeter und den vergibt Steffen Hoffmann, und da schauen wir mal, Herbert, der hätte eigentlich wiederholt werden müssen, denn die Abwehrspieler laufen schon in den Strafraum. Ja, normalerweise der Schiedsrichter, der auf die Linie hat, sollte auch auf das achten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass man den Elfmeter trotzdem verwandeln sollte. Er schießt ihm zu genau, möchte ihm hoch fast ins Kreuzeck schießen. Und das ist natürlich großes Risiko. Also schade zu diesem Zeitpunkt. Und wir werden jetzt dann sehen, jetzt gibt es dann ein Tor, ein ganz ein kurioses. Und ja, schauen wir es uns gleich an. Nämlich das 2:0 für Vojvodina Novi Sad, ein Fehler von Königshofer. Ja, aber man weiß nicht, was hier passiert ist, denn er muss hier einen Pfiff gehört haben, denn er fängt den Ball und legt ihm den Spieler von Novi Sad vor die Füße. Das heißt, es muss einen Pfiff gegeben haben, und er hat gedacht, dass es hier Freistoß gibt. Hier sieht man es. Also, ich habe so ein Tor schon überhaupt noch nie gesehen. Sehr bitter. Zu diesem Zeitpunkt Elfmeter verschossen, und da muss man sagen, Gott sei Dank gibt es dann noch das Tor am Schluss, das wichtige Auswärtstor, das die Chancen natürlich jetzt wieder wesentlich erhöht. Und das schauen wir uns auch noch kurz an, nämlich durch Terence Boyd in der Nachspielzeit schon. Ja, ich glaube, Boyd berührt den Ball nicht mehr. Es ist, glaube ich, ein kurz abgespielter Freistoß von Steffen Hoffmann zu Schimpelsberger. Und dann wird, glaube ich, von einem Abwehrspieler der Ball abgefälscht. Ist auch nicht, glaube ich, jetzt so wichtig, wer das Tor geschossen hat. Wichtig war es zu diesem Zeitpunkt ganz am Schluss, das Anschlusstor zu schießen. Denn das Auswärtstor kann wirklich Gold wert sein. Für die Admira wird es logischerweise ganz, ganz schwer nach einer 0:2 Heimniederlage. Da braucht man nicht groß herumreden. Also da müsste schon ein Fußballwunder passieren. Hast du Rapid noch auf der Rechnung, was den Aufstieg ins Playoff der Europa League betrifft? Ja, Rapid auf alle Fälle, denn man hat ja heute gesehen, dass sie in der ersten Halbzeit auch schon gute Möglichkeiten gehabt haben, um dieses Spiel vielleicht für sich selbst zu entscheiden. Dann ist es zweite Halbzeit eben nicht glücklich gelaufen. Aber wie gesagt, das Auswärtstor war sehr wichtig. Rapid, zu Hause muss man immer ein, zwei Tore ganz einfach zutrauen. Und ich glaube auch, dass sie diese Mannschaft auch eliminieren können. Dankeschön, Herbert. Ja, also die Chance lebt zumindest einmal für Ried und auch für Rapid. Für Admira wird es wahrscheinlich ganz, ganz schwer, nächste Woche in Prag eine Runde weiterzukommen. Das war's hier vom Europacup-Abend, von einem langen, leider Gottes nicht allzu erfolgreichen Europacup-Abend aus österreichischer Sicht in der Südstadt. Weiter geht's bei uns mit Chili Extra, dann mit dem Zipflash, mit Yvonne Lazina. Und dann melden sich wieder die Kollegen aus London mit dem Olympiastudio. Ich sage danke fürs Zuschauen, und der Herbert wünscht noch eine gute Nacht.
Rapid hatte viel Pech. Da gab es zum Beispiel dieses Hoppala von Torhüter Thomas Königshofer, der schlussendlich den Siegestreffer für Novi Sad bescherte. Lukas Königshofer, ein völliges Blackout. Und das war der Siegestreffer für Novi Sad. Ja, und Rapid hatte wirklich Pech hier. Ein Lattenschuss von Steffen Hofmann und der dann auch noch einen Elfmeter vergibt. Rapid-Kapitän Steffen Hofmann ist so etwas wie der Pechvogel des Abends. Zweimal Aluminium, Lattenwendler, Stangenschuss. Eigentlich wäre fast alles für Rapid gelaufen, das Ergebnis nicht. Ja, denke. Erste Halbzeit war viel Pech, zweite Halbzeit den Elfmeter. Ja, ich schaue sehr lange auf den Tormann, sehe, dass er in eine Drecke geht und trifft den Ball dann nicht perfekt und er geht an die Stange. Ist natürlich sehr, sehr bitter und ja, es tut mir unheimlich leid, aber das Leben geht weiter und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir im Rückspiel dann zu Hause gewinnen werden. Aufstiegschancen? Ja, wir haben gesehen, dass sie nach vorne sehr gut sind, aber ich denke, dass wir das zu Hause noch umdrehen werden. Die Rapidler haben protestiert, die Spieler, bei dem 0:2. Was eigentlich genau? Ja, dass ganz klar ein Pfiff von der Tribüne gekommen ist. Lucky schmeißt den Ball hin und einer von den Serben, der sich genau, wo der Pfiff kommt, umdreht, haut ihn rein. Und ja, ich denke, es ist nicht der Fairplay-Gedanke, aber das Spiel ist 2:1 ausgegangen. Und jetzt ist es noch ein Ergebnis, wo wir das nächste Woche schaffen können und wahrscheinlich oder hoffentlich auch schaffen werden. Eigentlich hat Rapid nach Hälfte 1 fast wie der sichere Sieger ausgesehen. Ja, also es hat so Phasen gegeben, wir waren zeitweise sehr stabil, aber der Gegner war auch immer gefährlich und hat gesehen, dass das eine gute Mannschaft ist. Ich wüsste auch nicht, warum der Dritte von Serbien eine schlechte Mannschaft sein soll, noch dazu im Heimspiel. Wie gesagt, das Tor war ganz, ganz wichtig, glaube ich. Speziell für die Moral, weil wenn man gesehen hat, Elfer verschossen und das zweite Tor, wo wir uns sehr unglücklich angestellt haben, das tut uns gut. Kapitän Steffen Hoffmann hat gesagt, man hätte einen Pfiff von der Tribüne gehört beim 0:2. Möglicherweise, aber ich glaube, es war eher sogar von der Betreuerbank, aber deswegen darf er den Ball trotzdem nicht liegen lassen und ja, sind Dinge, aus denen man einfach lernt. Aufstiegschancen? Ich denke, offene Partie, zwei Mannschaften, die in etwa auf Augenhöhe sind. Ich glaube schon, wenn im Hanapi-Stadion ausverkauft ist und wir Gas geben, dass wir aufsteigen können. Weißen ziehen das erste Tor erst durch einen Elfmeter von Steffen Hofmann. Die weiteren vier Tore fallen in den zweiten 45 Minuten. Dieses hier bereitet der Mannersdorfer Christopher Trimmel vor. Für den Burgenländer ist es immer etwas Besonderes, daheim zu spielen. Spielen. Nicht nur für die Zuschauer, auch für alle Spieler und Trainer ist dieses Cup-Spiel ein schönes Fest, das vor allem die Heimmannschaft so richtig genossen hat. Sie haben da richtig schönen Sportplatz mit einer schönen Tribüne und ich glaube, es haben alle eine Riesenfreude gehabt, dass Rapid da war. Unglaublich. Für den SV Heiligenkreuz ist das Jahr 2012 ein richtiges Highlight. Nach dem Meistertitel, Burgenland-Cup-Sieg und dem gestrigen ÖFB-Cup-Spiel gegen Rapid ist das Jahr jetzt schon perfekt.